Hallöchen und willkommen zurück bei Elex hier am Platz, wo in der letzten Folge die Alps noch ihr Ableben gefeiert haben. Genau, starten wir heute hier unsere kleine Reise. Da hinten ist ein Hornwolf, versuche ich mal mitzunehmen. Und zwar wieder Richtung Goliath, dann noch was abgeben. Und ja, mal schauen, was die Reise so bringt. Vielleicht gehen wir auf einfach noch mal ein paar andere kleine Wege. Ist das ein Hornwolf? Ja. Sehr gut. Hier geblieben. Du musst bloß mal noch ganz kurz. Okay, gut. Halt. Hatten wir noch 10 Attributs? Nein, die hatten wir schon ausgegeben. Gut. Ah, da drüben ist noch ein zweiter. Jetzt können wir auch wieder die Setzerbrote essen. Müssen wir keine mehr sammeln. Schade. Astrein. Die neue Axt, ne, die macht zwar bloß 2 Schaden mehr, aber bei den Kombos hinten raus, 3er, 4er Kombo, ist das dann doch schon nochmal ein gewaltiger Unterschied. Also, wenn wir dann später da noch ganz andere Waffen haben, denke ich, wird es irgendwann richtig schlecht für die Gegner aussehen. Haha. Aber bis dahin werden wohl noch einige Dutzende Folgen vergehen. Ach. Hm, okay. Das war jetzt Zufall. Jetzt bin ich in die Richtung vom Fahrstuhl gelaufen. Hier unten hatte ich mir noch die Markierung. Drüben. Die Markierung gesetzt von diesem einen Wagen, der meinte, dass es noch eine Höhle nach oben gibt, wie man hier wieder rauskommt. Aber die hatten wir beim letzten Mal nicht gefunden. Können wir nochmal nachschauen. Wunderbar. Wir können dann nochmal zu der Markierung. Vielleicht finden wir heute die Höhle, die dort gemeint war, in dem Brief oder in dem Tagebuch. Na. Das ist nicht dein Ernst. So. Jawohl. Können wir gleich hier unten lang schwimmen. Hier sind wir schon vorbeigekommen. Das sagt mir jetzt, glaube ich, was. So, und er meinte in der Nähe halt. Dort, wo er sich hier dann aufgehalten hatte. Da in der Nähe muss es dann irgendwo die Höhle geben. Wie man durch den Berg nach oben gelangt. Aber ich glaube kaum, dass der hier mit unten vielleicht sogar die Schlucht meint. Dass es hier irgendwo was gibt. Nö. Wir können ja mal versuchen, den Weg von ihm nachzuverfolgen, welchen er da gekommen gekommen ist oder gehen wollte. Sieht halt für mich so aus, als ob der von da kam und sich hier erstmal positioniert hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung der in seinem Wagen hier weiterziehen wollte. Ich hätte schon gesagt, dass es er hier drüben irgendwo ist, an der Felswand. Also sprich hier, irgendwo. Schwierig. Hier waren wir auch schon.
Nee, das muss woanders sein. Ich glaube, ich bin hier verkehrt. Oh fuck. Verschwinde, du Scheißvieh. Der wollte wieder nicht wegrennen. Komm schon. Komm ich da hoch? Nee, das ist zu hoch. Ich wollte eigentlich da oben hin, aber er sprang wieder nicht. Ey, was? Danke, Spiel. Genau so dachte ich mir das auch gerade. Egal, wenn wir schon mal hier sind, dann... kommen wir da hoch? Reicht das? Das bezweifle ich, obwohl doch, bis hierhin reicht's. Radio läuft. Ruhe. Oh, eine alte Münze. Noch eine. Noch eine. Noch ein. Ah, Elix. Okay, immerhin. Immerhin was bekommen. Aber was befindet sich halt hier unten drin? Blood Reaper 1, den hab ich ja. Ich fass es nicht. Spiel. Boah, plus 25 Schaden. 61 Stärke, 38 Konstitution bloß. Oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Der Outlaws. Hier wäre ein Sockel drin, okay. Also das Plus bedeutet nicht, dass da ein Sockel drin ist, sondern vielleicht sogar der Stern. Aha. Uiuiui. Geil, eine schöne Waffe gefunden. Zu einfach. Jo. Zu wenig. Ring der Härte. Nett. Oh, maximale Gesundheit plus 20 sogar. Sehr gut. Und Ausdauer trotzdem plus 10. Nice. Das ist ein schönes Upgrade. Jetzt will ich mal sehen, wie viel das da oben ausmacht, wenn ich auf den switche. Guck mal da oben jetzt, was von der Lebensenergie fehlt. Da jetzt nochmal 10 drauf. Okay. Ich weiß ja immer noch nicht, wie viel Gesamtlebenspunkte wir haben. Weil das Spiel einem das ja ganz, ganz hervorragend verschweigt. Anleitung, Amulett des Kämpfers.
Nanu. Ah, okay. Drüben liegt noch eine Leiche. Eine fiese Ratte. Gonda. Gondas Memo 2. Sie haben mich gesehen. Der Plan ist gescheitert, noch bevor ich das Förderband erreichen konnte. Ich muss zu meinem Lager am Wasserfall zurückkehren. Von dort oben habe ich einen besseren Blick auf die Lage. Draußen steht noch jemand. Weiß nicht, ob man den von hier sieht. Aufnahmeschicht. Alles läuft planmäßig. Heute kein Krankheitsfall. Ich fasse es nicht. Gerade in den Nachrichten. Was soll ich tun? Anweisung von ganz oben. Schicht sofort abgebrochen. Alles anhalten. Oh Gott, ich muss nach Hause. Ich kümmere mich darum. Ah, shit. Oh, der Ficker mich zum Bluten gebracht. Hier rein. Sehr gut, Nummer 1. Alter! Oh, ich habe viele von meinen normalen Heiltränken gebraucht in den letzten Folgen, sehe ich gerade. Haben bloß noch 6. Lass uns doch mal um welche kümmern. Okay. Waren doch 2 Gegner? Okay, na gut. Vielleicht doch noch mehr? So, was haben wir hier wieder? Eisenerz? Eisenader. Ah, nimm's mit. So, das ist das, wo ich vorhin eigentlich hin wollte. Ja, das Problem ist, wir kommen hier nicht zu... Ui. Na, gucken wir nochmal 11 Dietriche. Ich glaube, wir müssten mittlerweile auf alle Fälle über 50 Dietriche haben. Theoretisch müssten wir da hoch. Wäre zumindest der kürzeste Weg, aber ich glaube, das packen wir nicht. Nicht mit dem Jetpack. Jawohl. Könnte was werden. Ah.
Oh, komm. Echt jetzt? Hätte sich doch mal da oben hinstellen können, oder? Ich denke halt, bis da hoch ist es zu weit. Das packt er nicht. Ich da direkt. Was war das? Nee, das packt er nicht. Vergiss es. So, Freundchen, geht doch. Von da könnten wir es vielleicht da hoch schaffen. Wobei, klettern? Bleibst du stehen? Oh, noch besser. Das dürfte klappen. Warten wir noch kurz, bis das Jetpack voll ist und dann düsen wir hier weg. Sehr gut. Oh, jo, sind wir doch. Doch da rausgekommen. Oh, der, weißt du, der zeigt mir eine Million Mal dieses scheiß Klettern an. Dann drückst du auf die Taste, passiert aber nichts. Jetzt komm da raus und hör auf, so eine Kacke zu machen. Kletter jetzt da hoch. So, jetzt. Geht doch. Warum es nicht aber gleich macht. Gut, zurück nach Goliath. Nenu? Ach, da sind wieder die Gräber. Waren wir jetzt schon zweimal, beziehungsweise jetzt das dritte Mal. Da unten die beiden Verschlinger oder wie die hießen, oder Verheerer oder was, oder Verlorenen waren das. Zwei Verlorene. Können wir zurück nach Goliath flitzen. So, die Gebäude kennen wir hier alle schon. Auch nicht das erste Mal, dass wir jetzt hier vorbeikommen. Zack. Der Sprung selber kostet 0 Ausdauer, finde ich auch nicht schlecht. Ach, stimmt. Mit ihm sollten wir eigentlich nochmal reden. Mit Irdor, aber hatten wir doch schon gerade alles. Gerade nicht. Gerade nicht. Ne, deswegen hat es mich gewundert, dass wir da nochmal... Gut, da reden wir mal mit dem anderen. Dass wir die Quest halt abgegeben haben für Irdor. Dass die mit dem Setzerbrot, ich denke, darum ging's. Und dann dürfte der Questfall hier auch verschwinden. Ich würde sagen, wir machen einfach hier beim nächsten Mal weiter. Und ja, gucken mal, ob wir dann in Goliath noch von dort aus... Wir haben da zwar noch ein paar Aufgaben, aber einigen davon sind wir noch nicht gewachsen. Ob wir dann vielleicht einfach woanders nochmal hingehen oder mal in diese Kuppelstadt gucken können. Das können wir auch mal machen von mir aus. Schnauze, jetzt ist hier Ruhe. So. Und ja, gucken wir dann einfach mal, wie wir dann weitermachen. Das war es jedenfalls erstmal von heute von mir und bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.